liebe Jusos, vielen Dank euch für die Einladung. Für die Einladung auch gerade nach Dresden. Ich finde es gut, dass ihr den Juso-Bundeskongress in Dresden macht. Ich glaube, es ist auch ein Zeichen. Ich hoffe, ihr habt das auch so gemeint. Dass ihr euch gerade hier trefft, wo Hass und Hetze, wo Pegida jeden Montag eine Bühne finden und wo es gerade darauf ankommt, was wir in den letzten Monaten schon machen mussten und was wir in den nächsten Monaten umso mehr tun müssen, nämlich gegenhalten. Gerade hier in Sachsen, wo man immer wieder feststellt, dass rechte Demonstranten eher geschützt werden und linke Demonstranten, linke Gegendemonstrantinnen und Demonstranten gegängelt werden. Gerade hier ist es gut, dass wir, dass ihr ein Zeichen setzen. Wir sind für eine weltoffene, für eine tolerante Gesellschaft und dafür stehen wir ein. Ich fühle mich auch ein bisschen zurückversetzt, muss ich sagen, denn als ich eingetreten bin, 94, lieber Gott, ist das lange her, das sind dann die Momente, wo man sich auf einmal furchtbar alt fühlt, da war der wesentliche Beweggrund dafür, dass damals Flüchtlingsheime gebrannt haben. Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen, das waren Bilder von Menschenfeindlichkeit, von Menschenverachtung. Und ich war damals fassungslos, dass sowas möglich war in unserem Land. Und ich gebe zu, ich bin noch fassungsloser, dass wir jetzt über 20 Jahre später wieder an so einem Punkt sind. Und es macht mich wütend und es macht mich auch ausgesprochen traurig. Und deswegen wird es euch nicht überraschen, ihr habt mich ja auch eingeladen, um über den Wahlkampf zu sprechen, dass der Kampf gegen rechts ein ganz großer Schwerpunkt in unserem Wahlkampf sein wird. Warum? Weil die Gefahr real ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das noch gar nicht so richtig angekommen ist bei vielen Menschen. Nach der Trump-Wahl hat Marine Le Pen getwittert, erst die USA und morgen Frankreich. Wir haben es nicht mit Einzelfällen zu tun. Wir haben es mit einer Welle zu tun, die in Europa um sich greift und eben auch darüber hinaus. Wir haben es zu tun mit einer Veränderung in politischer Kultur. Wir haben es zu tun mit einem Wahlkampf in den USA, der sicher in vielen Dingen mit unserem überhaupt nicht vergleichbar ist. Die Systeme dort sind völlig unterschiedlich. Es gibt nur im Grunde genommen diese zwei Parteien. Und wenn man da sagt, die gehören zur Elite oder ja, zum Establishment, dann kann man das da eigentlich keinem verübeln. Und trotzdem ist das Ausmaß an Lügen, an Anfeindungen, an Hetze, an Schlamm, der da geworfen wurde, ist selbst gegenüber früheren Wahlen in den USA beispiellos gewesen. Und die Populisten in Europa werden sich ermutigt fühlen von diesem Wahlerfolg von Donald Trump. Jetzt wird ja nochmal überprüft, ob das wirklich so mit rechten Dingen zugegangen ist. Er selbst hatte ja schon angekündigt, wenn er verliert, wird er alles auf den Prüfstand stellen. Jetzt hat er gewonnen und reagiert ganz empfindlich darauf, dass was nochmal überprüft wird. Auch das spricht ja Bände. Und wir haben noch einiges vor uns in dieser Hinsicht bis zu unseren Wahlen im September. Noch in diesem Jahr, im Dezember, haben wir ein Verfassungsreferendum in Italien und wir haben die Neuwahl des Bundespräsidenten in Österreich. Beides Ereignisse, die unter diesem Gesichtspunkt Europa ziemlich erschüttern können. Und es geht weiter im kommenden Jahr, im März, die Wahlen in den Niederlanden mit Geert Wilders, den wir alle kennen, und im April Frankreich, eine ganz entscheidende Wahl, wo der Front National mal wieder alles tun wird, um gegen Minderheiten, um gegen die Europäische Union, ja, und auch um gegen Deutschland zu hetzen. Ich mache mir große Sorgen. Ich wohne in Rheinland-Pfalz, wie man eben gehört hat. Und ich
Und ich glaube, ich habe den einzigen Wahlkreis, wo man mit dem Fahrrad an einem Tag durch 4 europäische Länder fahren kann. Und dazu gehört auch Frankreich. Und es kann uns doch nicht kalt lassen, dass der Front National gerade in Elsass und in Lothringen, in den Grenzregionen zu Deutschland, mit die höchsten Stimmenzahlen bekommt. Es kann uns doch nicht kalt lassen, dass in Dänemark die Rechtspopulisten gerade an der deutschen Grenze mit ihre höchsten Stimmenzahlen einfangen. Wenn wir uns stellen gegen Rechtspopulismus, dann stellen wir uns gegen Hetze, dann stellen wir uns gegen die Verfolgung von Minderheiten und wir stellen uns gegen Intoleranz. Aber wir stellen uns vor allen Dingen auch dafür, wir stellen uns für Verständigung untereinander hier in Deutschland, aber für eine Verständigung von Europäerinnen und Europäern und für Frieden. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und die Menschen erwarten das auch von uns. Sie erwarten es gerade von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Wir tun das seit 154 Jahren. Wir hatten schon im Heidelberger Programm die Vereinigten Staaten von Europa stehen. Und wenn damals die Wählerinnen und Wähler auf uns gehört hätten, dann hätte das ganze Jahrhundert einen ganz anderen Verlauf genommen. Was passiert jetzt in diesem Land gerade? Es passiert eine Verunsicherung in ganz weiten Teilen der Gesellschaft. Und das ist eine Verunsicherung, die was damit zu tun hat, dass die Welt sich ändert, und zwar in ganz vielerlei Hinsicht. Sie verändert sich, was die Arbeitswelt betrifft, was Familienstrukturen betrifft, was Digitalisierung, Globalisierung betrifft, und wir merken auch die Auswirkungen des demografischen Wandels. Das merkt jeder in seinem persönlichen Leben, und vielen Leuten macht das Angst. Auch die Flüchtlingsbewegungen haben manchen Leuten Angst gemacht. Denn man kann es ja nicht leugnen, es gab eine Zeit im letzten September, wo der Staat vorübergehend die Kontrolle über die Verhältnisse verloren hat. Aber wir haben mal nachgefragt, was macht den Menschen eigentlich am meisten Angst, wenn sie diese Flüchtlingsentwicklung sehen? Und wir haben vor allen Dingen auch mal bei den Menschen nachgefragt, die, sagen wir mal, unserer Klientel zugerechnet werden können, die sich vorstellen können, sozialdemokratisch zu wählen. Und das, was wir da herausgefunden haben, das hat mich ein Stück weit wieder versöhnlicher gestimmt. Wir haben nämlich herausgefunden, dass bei unseren Anhängerinnen und Anhängern bei weitem die größte Sorge, was mit den Flüchtlingsentwicklungen zu tun hat, ist, dass sich unsere Gesellschaft verändert, dass es mehr rechtsextreme Gewalt gibt, dass es mehr Rassismus gibt, dass sich unsere Gesellschaft verändert, dass sie kälter wird, dass sie intoleranter wird, dass sie auseinanderfällt. Das ist bei unseren Anhängerinnen und Anhängern bei weitem die größere Sorge, als dass wir jetzt hier vor einer Islamisierungswelle stehen oder dass wir jeden Tag Angst haben müssen vor Terroranschlägen. Übrigens, und das finde ich auch ein Kompliment für die Sozialdemokratie, bei uns ist dieser Wert, dass die Menschen auf Zusammenhalt Wert legen und dass sie wollen, dass wir eine Gesellschaft bleiben, die miteinander, füreinander einsteht, ist viel, viel höher übrigens noch als bei den Grünen und bei den Linken. Also gerade wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind prädestiniert dafür, wir sind gemacht dafür, dass wir diese Gesellschaft zusammenhalten, und das werden wir auch tun. Wir stehen dabei im Feuer, das wisst ihr mindestens genauso gut wie ich. Wir werden in den Netzwerken werden wir mit Hasskommentaren überschüttet. Die AfD speist einen großen Teil ihrer Popularität daraus, dass sie auf den sozialen Netzwerken so ziemlich alles platt macht, was anderer Meinung ist. Und deswegen ein großer Appell gerade an euch. Wir müssen aktiv sein im Netz. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Deswegen bitte ich euch, teilen, liken, kommentieren, auch wenn es manchmal schwierig ist, weil man sich aussetzt diesen Wellen von Hass. Wir haben im Willy-Brandt-Haus
einen Leitfaden aufgelegt, was kann man tun gegen Hasskommentare im Netz. Weil ich feststelle, sogar bei unseren eigenen Leuten, wenn du sagst, hey, wir müssen dagegenhalten, dann sagen die, ja, im Grunde genommen will ich das gerne tun. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und dann bin ich so übel angepöbelt und beschimpft worden. Ehrlich gesagt, ich brauche das nicht. Nicht in meiner Freizeit, nicht auf meinem privaten Account. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich verstehe das. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das Netz den rechten Pöblern und dem rechten Hass überlassen, dann haben wir ein ganz wichtiges Spielfeld der Demokratie preisgegeben. Wir müssen gegenhalten und dafür müssen wir zusammenstehen. Und es gibt ja auch eine gute Nachricht bei dem ganzen, ja, Unwohlsein, was man hat. Denn die gute Nachricht ist, wir sind ja nicht alleine. Es gibt noch viel mehr Menschen in diesem Land, die dagegenhalten wollen. Und es gibt deswegen auch immer mehr Menschen, die sagen, die Sozialdemokratie ist für mich der richtige Platz. Wir haben schon länger steigende Beitrittszahlen und wir haben nach der Wahl von Trump Zahlen, die total durch die Decke gehen. Von Geburt bin ich Kölnerin, deswegen war eine Zahl, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, dass wir 11 Tage nach der Wahl von Trump 1111 Neueintritte hatten. Nur online. Und jetzt kommt ihr noch mal ins Spiel. Diese Menschen, die jetzt eintreten, die wollen was bewegen, die wollen was tun. Und es ist wichtig, dass sie ankommen in unserer Partei. Und da diese Menschen zu einem großen Teil junge Menschen sind, freue ich mich, dass sie auf Jusos treffen, die mittendrin sind im Kampf gegen rechts und die da eine ganz hohe Glaubwürdigkeit haben und coole Aktionen machen. Und ich freue mich darauf, dass ihr diese neuen Mitglieder willkommen heißt und in eure Arbeit einbindet. Vielen Dank dafür. Wir müssen natürlich politisch die Angebote für diese Menschen machen. Wir müssen zeigen, dass wir die Partei sind von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ich will jetzt nicht mit euch die ganzen inhaltlichen Themenfelder durchgehen. Dafür hattet ihr auch andere Gäste auf diesem Bundeskongress. Aber die wichtigste Grundlinie ist, dass wir den Menschen in diesen Zeiten von Wandel und Veränderung zeigen und beweisen müssen, ja, auch eure Welt wird sich verändern. Aber wir werden politisch dafür sorgen, dass ihr dabei nicht unter die Räder kommt. Wir werden im Arbeitsmarkt dafür sorgen, dass wenn ihr mal Familienzeit hattet und mal Teilzeit gemacht habt, dass ihr danach einen Rechtsanspruch auf Vollzeit habt. Wir werden dafür sorgen, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, ja, wenn ihr mal eine Phase in eurem Berufsleben habt, wo ihr mal Selbstständigkeit ausprobiert und auch wenn das nicht oder nicht sofort total durch die Decke geht, dann sind wir diejenigen, die dafür sorgen, dass ihr trotzdem sozial abgesichert seid. Und wir sind diejenigen, die zu jungen Familien sagen, wenn ihr Arbeit und Familie, ich sage auch ganz gerne immer auch Haushalt, gerecht aufteilen wollt, weil junge Männer heutzutage ihre Kinder nicht mehr nur sehen wollen, wenn sie schon schlafen und junge Frauen eben mehr berufstätig sein wollen als halbtags. Dann sind wir diejenigen, die euch dabei unterstützen, logistisch mit gebührenfreien Kitas und finanziell mit dem Familiengeld. Um es auf einen Nenner zu bringen, wir sind die Partei, die sagen, ihr entscheidet, wie ihr euer Leben leben wollt. Und wir sind diejenigen, die euch dabei unterstützen. Und wenn eure Startvoraussetzungen schwieriger sind als bei anderen, dann bekommt ihr von uns auch stärkere Unterstützung. Das ist unsere Vorstellung von Solidarität. Und natürlich stehen wir wie keine andere Partei
für ein funktionierendes, für ein soziales, für ein demokratisches Europa. Ich gebe zu, zum einen wegen meines Wohnortes und zum anderen wegen meiner persönlichen Biografie. Meine Kinder haben 4 Großeltern aus 4 europäischen Ländern. Ist Europa für mich echt ein Herzensthema. Und was gerade passiert, macht mir vor diesem Hintergrund besonders viel Sorge. Und deswegen müssen wir das beim Namen nennen. Was die Populisten machen wollen, ist diesen europäischen Gemeinschaftsgeist aufgeben, ist Staaten wieder gegeneinander stellen. Und wir sind die Partei, die über den nationalen Tellerrand hinausschaut, die dafür sorgt, dass Europa ein solidarisches Europa wird, dass Europa ein soziales Europa wird. Das ist nicht leicht, ich weiß das, weil wir dafür andere nationale Regierungen brauchen. Und es sieht derzeit nicht so aus, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür in Europa besonders viele Regierungen haben. Ich treffe mich regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit den anderen sozialdemokratischen Generalsekretären und Generalsekretären. Und wir erleben das alle in unseren Ländern, dass derzeit der europäische Gedanke nicht so wahnsinnig hohe Konjunktur hat. In Deutschland geht das noch. Das ist in anderen Ländern noch viel schlimmer. Aber was müssen wir dann tun? Wir müssen klar benennen, ja, Europa ist an manchen Stellen reformbedürftig. Die EU ist an manchen Stellen reformbedürftig. Aber der Grundgedanke, dass wir gemeinsam alle europäischen Staaten, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein gemeinsames Haus bauen wollen, in denen es am Ende des Tages allen besser geht und nicht einen Steinbruch, wo sich jeder versucht, das größte Stück rauszuschlagen. Das ist die Vision, für die wir kämpfen müssen, und dafür braucht es die Sozialdemokratie derzeit nötiger denn je. Das sind jetzt nur mal einige ganz grobe Schlaglichter. Vielleicht diskutieren wir ja nachher auch noch über Einzelheiten. Was ich euch aber auch sagen will, ist, dass das Wahlprogramm, was wir erarbeiten, das Regierungsprogramm für 2017, das erarbeiten wir in einem ganz breiten Beteiligungsprozess. Und wir meinen das ernst. Das ist kein Feigenblatt. Wir haben begonnen mit Perspektivarbeitsgemeinschaften, wo auch unsere sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaften alle mit eingebunden waren. Es gab erste Aufschläge, mit denen wir dann in 4 Programmkonferenzen gegangen sind. Zum Thema Europa in Berlin, zum Thema Familie in Hamburg, zum Thema Arbeit in Bonn und zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt in Nürnberg. Auf jeder dieser Konferenzen waren mehrere hundert Genossinnen und Genossen und auch so manches Nichtmitglied. Und die Leitidee bei diesen Programmkonferenzen war eben nicht, dass wir immer nur aussenden, wie das Politikerinnen und Politiker so gerne tun, sondern es ging auch um Zuhören. Es hat ein bisschen gedauert, bis das alle so verinnerlicht hatten, das gebe ich zu. Aber am Ende war das Ergebnis wirklich beeindruckend. Und ich kann euch nur sagen, dass die Impulse, die wir da mitgenommen haben, auch wirklich in die anschließenden Kernthesen und in das Impulspapier eingeflossen sind. Ich nehme mal ein Beispiel. In Nürnberg kam Barbara Hendricks ins Abschlusspanel und sagte, sie hätte wirklich eine wichtige neue Erkenntnis gewonnen aus ihrem Workshop. Nämlich, dass die Frage, wo will ich eigentlich leben? Kann ich da leben, wo ich leben will? Offensichtlich unsere Mitglieder viel stärker umtreibt, als sie das bisher auf dem Schirm hatte. Und das heißt ganz konkret, es gibt Menschen, wie es bei mir zum Beispiel im Wahlkreis ist, die leben eher im ländlichen Raum. Und in meinem Wahlkreis habe ich Dörfer. Wenn wir da nichts machen, dann gibt es die in 20 Jahren nicht mehr. Da gibt es nämlich jetzt schon kein Geschäft mehr. Die letzte Kneipe hat dicht gemacht, die Post sowieso. Es fährt einmal am Tag noch ein Bus, keine Schule mehr und der Kindergarten ist auch weg. Und wenn man dann auch noch eine schlechte Breitbandanbindung hat, langsames Internet, dann zieht da auch keiner mehr hin. Und es gibt Menschen, die sagen, dass, da müssen wir was tun. Weil hier ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen, ich würde gerne hier bleiben. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die in der Stadt leben wollen, entweder weil sie da sowieso geboren sind oder weil sie aus irgendwelchen Gründen dahin zieht. Und die dann sagen, wie soll ich mir denn noch eine Wohnung leisten können?
Hier wird es immer teurer, es wird immer einseitiger, hier wird nur noch Luxus saniert, hier wird nur noch schick gebaut. Wo ist eigentlich mein Platz in dieser Stadt? Und dass dieser Grundgedanke, ich möchte selbst für mich entscheiden, wo ich leben will. Und ich erwarte von dir als Politik, dass du das machst, indem du auch auf dem Land ein schnelles Internet bereitstellst, indem du dafür sorgst, dass auch in der teuren Stadt Sozialwohnungen gebaut werden und indem die Mietpreisbremse endlich wirkt. Das ist unsere Erwartung an Politik. Und das hat zum Beispiel ganz konkret auch Eingang gefunden in unsere Kernthesen. Wir wissen, dass vieles von dem, was wir umsetzen wollen, was wir jetzt noch vorhaben umzusetzen, mit der Union schwer zu machen ist. Wir haben in dieser Großen Koalition viel mehr umgesetzt, als die meisten, glaube ich, vorher erwartet haben. Und ich langweile euch jetzt nicht mit der Aufzählung. Wir sehen aber jetzt auch, und es wird immer klarer zur Wahl hin, was alles nicht geht mit der Union. Mit der Union geht nicht, was mit einem modernen Gesellschaftsbild zu tun hat. Mit der Union geht keine Ehe für alle. Mit der Union geht offensichtlich auch kein besserer Unterhaltsvorschuss. Jedenfalls blockieren sie da jetzt auch schon wieder. Mit einer Union geht keine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Und mit einer Union geht auch keine gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Deswegen sollten wir uns durchaus mal umschauen nach neuen Mehrheiten. Ich freue mich auf diesen Wahlkampf und ich freue mich vor allen Dingen auch auf den Wahlkampf mit euch, weil ich glaube, wir haben ganz viele Themen, an denen wir zuspitzen können, was uns unterscheidet von den anderen Parteien. Wir werden von uns aus, vom Willy Brandt Haus aus, einen modernen, einen anspruchsvollen, aber auch einen ansprechenden Wahlkampf führen. Ihr habt vielleicht, diejenigen von euch, die da waren oder uns gefolgt sind, schon mal so eine Ahnung bekommen beim Zukunftskongress. Ich habe das Willy Brandt Haus noch nie so erlebt in den 22 Jahren, die ich jetzt Mitglied bin, und ganz viele andere haben mir gesagt, dass sie sowas auch noch nicht erlebt haben. Es waren 1000 Leute da, alles war voll, ja, die saßen die ganzen Treppen hoch an den Galerien, es war alles schwarz von Menschen. Wir hatten für diesen Tag 70 Anmeldungen in der Kinderbetreuung, 70. Wir haben den ganzen Tag natürlich online begleitet und haben Townhalls gemacht und haben auf Twitter 100.000 Menschen erreicht. Und wir haben eben auch viele Beteiligungselemente da drin gehabt. Die Eröffnung hat Sigmar mit Klaas Häufer-Umlauf gemacht in einem ganz kritischen Dialog. Ich fand das ziemlich cool. Und wir haben am Ende übrigens auch eine kleine Abstimmung gemacht in diesem Kreis. Von den 20 Thesen, die wir bereits erarbeitet haben, haben wir schon mal abstimmen lassen, was ist euch besonders wichtig. Das ist auch etwas, was wir für die Wahl insgesamt noch vorhaben. Und es kam raus, bei Weitem, mit riesigem Abstand, das wichtigste Thema ist Bildung. Mich hat das in dieser Deutlichkeit ein bisschen überrascht. Wir hatten 41% für Bildung und danach kamen ziemlich gleichwertig Themen wie Rente, Gesundheit, Wohnen und sozialer Zusammenhalt. Also Bildung wird ein großes Thema sein und das heißt natürlich, dass ihr da eine besondere Rolle spielt. Wir haben vorher noch 3 Landtagswahlen zu bestehen, Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Auf die ich sehr optimistisch schaue. Wir sind in ganz engem Kontakt mit den jeweiligen Landesverbänden. Und wir haben eben auch, und das bitte ich euch mitzunehmen, wir haben jetzt gerade diese Atmosphäre des Aufbruchs. Wir haben gerade jetzt all diese vielen neuen Menschen, die sagen, ja, Sozialdemokratie ist für mich interessant. Es geht jetzt um viel. Ich glaube, es geht in dieser Wahl um so viel wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Weil eben viele Menschen spüren, es gibt jetzt so eine Art Weichenstellung. In welchem Land wollen wir leben? In was für einer Art von Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir miteinander, zusammen, solidarisch und tolerant und weltoffen unser Land gestalten
Oder wollen wir uns gegeneinander aufstellen? Wollen wir sagen, so hast du zu leben und wenn du anders bist, dann bist du hier falsch? Wir sind jetzt gefragt und vor allen Dingen ihr seid gefragt. Wir haben jetzt schon über 30 junge Kandidatinnen und Kandidaten unter 35 aufgestellt. Es werden ja noch mehr. Und ich freue mich auf einen ganz spannenden, modernen Wahlkampf an der Seite der Jusos. Dankeschön.